Ich möchte dir ein Bild zeigen, ein Cartoon, den ich vor einiger Zeit gesehen hatte. Und ich habe den gesehen und habe gedacht, darüber muss man mal eine Botschaft machen, darüber muss man mal sprechen. Ein Mensch ist in einem Haus, wo es brennt, der ist in größter Not und Bedrängnis, braucht dringend Hilfe, braucht Rettung und ja, dann kommt Hilfe. Allerdings nicht wirkliche Hilfe, sondern jemand, der ihm da so eine Karaffe mit Wasser bringen will. Weißt du, das erleben viele Menschen. Sehr viele Menschen erleben genau das. Ihr Lebenshaus fackelt. Es brennt an allen Ecken und Enden. Und sie suchen Hilfe und alles, was sie finden, ist so ein bisschen, ja, Wasser. Wohlmeinender Rat. Ein Klaps auf die Schulter. Ein paar Worte so wie, ach, das wird schon wieder. Das regelt sich schon wieder. Und du weißt genau, das ist nicht das, was ich brauche. Das ist nicht das, was mir wirklich hilft. Es ist nur billiger Trost. Ein paar Durchhalteparolen. Das ist nicht das, was die Menschen brauchen, die in solcher Not sind. Die den Eindruck haben, bei mir brennt gerade alles. Und in der Regel werden wir enttäuscht, wenn wir uns auf Menschen verlassen. Viele Leute sagen, ja, mein Seelsorger oder mein Pastor oder mein Arzt, der muss mir helfen. Nein, die Hilfe kommt allein vom Herrn. Er ist derjenige, der dir hilft. Er ist derjenige, der dich retten kann, wenn es bei dir brennt. Er ist derjenige, der dich rausholt. Er, nicht Menschen. Du musst dich an Jesus wenden. Schau, in der Bibel lesen wir, unser Retter Jesus Christus, der den Tod zunichte gemacht hat und das Leben und Unvergänglichkeit durch das Evangelium ans Licht gebracht hat. Jesus hat den Tod besiegt und hat Leben für dich. Leben für dich. Viele Menschen haben dieses nagende Fragen, was wird nach dem Tod sein? Werde ich aus dieser Krankheit rauskommen? Was passiert mit meinem Leben? Jesus allein ist der Retter. Jesus ist allein der Erlöser. Er ist derjenige, der dich rausholt aus deinem brennenden Lebenshaus. In der Apostelgeschichte lesen wir Jesus von Nazareth, wie Gott ihn mit Heiligem Geist und mit Kraft gesalbt hat, der umherging und wohltat und alle heilte, die vom Teufel überwältigt waren, denn Gott war mit ihm. Fühlst du dich vom Teufel überwältigt? Wenn dein Haus wirklich in Brand steht, im übertragenen Sinne, fühlst du dich vom Teufel überwältigt? Jesus allein ist derjenige, der dich da rausholt, der dich befreit, der dich heilt, der dich errettet und erlöst. Wende dich an ihn. Wir haben auf unserer Webseite da einige Gebete vorbereitet, die du mitbeten kannst. Und wir sind sicher, dass sie zum großen Segen für dich werden. Dass du dort weiterkommst, dass du rauskommst aus dem brennenden Haus, in dem du vielleicht gerade gefangen bist. Denn für die Freiheit hat Christus uns frei gemacht. Wir dürfen frei sein. Wir dürfen frei sein aus dem, wo wir gerade überwältigt sind, wo wir gefangen sind. Wir dürfen hineinkommen in echte Freiheit. Das findest du nicht bei Menschen. Das findest du nur beim Herrn allein. Deshalb schau auf der Webseite und nimm diese Gebete für dich persönlich an. Du kannst uns doch gerne anschreiben. Auf jeden Fall glauben wir, dass du nicht in dem brennenden Haus bleiben musst und nicht mit einer albernen Karaffe von gekühltem Wasser abgespeist werden kannst, sondern dass der Herr dich rausholen will und in echte Freiheit bringen will. Denn Gott ist